So, von den drei gängigen Prozessen, Produktionsprozesse, Austauschprozesse und Populationsprozesse, jetzt hier zum Austauschprozess. Alle wichtigen Sachen, um in die Aufgabe reinzukommen und dann alle weiteren zu bearbeiten. Ich habe ja auch eine Komplettübersicht in einem Video. Hier jetzt wirklich nur, um aus einem Übergangsgraphen, aus einem Übergangsdiagramm auf die Matrix zu kommen, welche Gesetzmäßigkeiten gelten und worauf es wichtig ist zu achten. Ich habe jetzt genommen Lieblingsfach Mathe, Englisch oder Sport als Angabe. Die Schüler wechseln von Woche zu Woche. Es kann ja auch von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat oder sekündlich oder stündlich sein. Hier in dem Fall Woche zu Woche. Wichtig für die Antwortsätze, falls nicht eh schon aus den nächsten Aufgabenstellungen dann in der Aufgabe klar wird, wenn gefragt wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit wechselt jemand von Woche zu Woche. Aber trotzdem eine Notiz machen, wie ist der Zeitraum? Woche zu Woche. In dem Übergangsdiagramm natürlich zu sehen, wir haben Schüler, die Englisch wählen. Anzahl ist noch egal. Es geht jetzt nur darum, um auf die Übergangsmatrix zu kommen oder auf den Austauschprozess, ihn zu überführen in die Matrix und dann mit der Matrizenmultiplikation mit den Gesetzmäßigkeiten weiterzurechnen. Also, Schüler, die Englisch als Lieblingsfach angegeben haben, geben in der nächsten Woche zu 30% wieder an, dass sie Englisch als Lieblingsfach haben. 10% wechseln zu Mathe und 60% wechseln zum Fach Sport. Das kann natürlich auch, ihr habt es sicherlich schon gesehen, eine Vermietungsfirma sein von Autos. Es kann eine Kundenverteilung sein, die drei Getränke haben, etc. pp. Und die Kunden, in dem Fall die Schüler, wechseln von Woche zu Woche, was für ein Zeitraum auch immer, von einem Fach zum anderen, von einem Getränk zum anderen. Nichts anderes sagt das Übergangsdiagramm aus. Mittlerweile ist es ja so, ihr kriegt schon die Matrix gegeben und müsst andersrum projiziert das Übergangsdiagramm zeichnen, weil die Angst anscheinend zu groß ist, dass ihr nicht auf die Matrix kommt. Sollte es nun mal doch der Fall sein, ich finde es relativ simpel. Die Reihenfolge Mathe, Sport, Englisch, Englisch, Sport, Mathe ist vollkommen egal. Fangt irgendwie an. Ich habe genommen Mathe, Sport, Englisch. Wichtig, erste Notiz. Hier oben haben wir immer von und dann gleiche Reihenfolge nach unten. Das ist wichtig. Diese Reihenfolge muss untereinander jetzt genauso sein. MSE, Mathe, Sport, Englisch, Mathe, Sport, Englisch. Von dem Fach zu dem Fach. Das bleibt immer gleich. Das können wir nicht rumdrehen. Ablesen ist, denke ich, relativ simpel. Bitte Dezimalzahlen hier reinschreiben. Dezimalzahlen heißt von Mathe zu Mathe. Also bei Mathe bleiben 50% 0,5. Von Mathe zu Sport wechseln 30% 0,3. Ich bräuchte noch nicht mal mehr oben reinschauen, denn wenn 50% bei Mathe bleiben und 30% zu Sport wechseln, bleiben bei insgesamt 100% nur noch 20% übrig, die von Mathe zu Englisch wechseln. Mathe zu Englisch 20%, Kontrolle ist okay. Damit die nächste Gesetzmäßigkeit. In dieser Struktur müssen die jeweiligen Werte untereinander addiert immer 1 ergeben. Dicke Notiz machen. Wenn ich das Übergangsdiagramm so überführt habe oder andersrum gesprochen, solltet ihr es von dieser Form, die ja der Matrixform 1 zu 1 ähnelt, wieder überführen müssen, Übergangsdiagramm, könnt ihr genauso gut rückwärts jetzt argumentieren oder denken, Mathe, Sport, Englisch, Mathe, Sport, Englisch, Kreise drum, Pfeile und die entsprechenden Prozentwerte dran schreiben. Sollte also kein Problem sein. Jetzt wieder der Weg vorwärts. Ich habe die Tabellenform und muss eigentlich nur noch Klämmerchen drum, die Übergangsmatrix steht, mal, ich nehme immer gerne die Buchstaben, die hier stehen, Mathe, Sport, Englisch. Das wäre dann die Anzahl der Leute, die entsprechend bei Mathe, Sport und Englisch ihr Kreuzchen gemacht haben für ihr Lieblingsfach. Es kann auch sein, dass Prozentwerte drin sind. Das habe ich in einem anderen Video dann erklärt. Da gehe ich dann näher drauf ein. Jetzt, wie gesagt, nur, wie komme ich von Übergangsdiagramm auf die Matrix? Übergangsmatrix mal Mathe, Sport, Englisch gleich diese Striche. Was bedeuten die? Das wäre dann die Verteilung entsprechend hier der Kreuzchen bei der Wahl zum Lieblingsfach in der nächsten Woche. Die übliche Schreibweise, die ihr im Buch dann wahrscheinlich seht, ist die Übergangsmatrix mal x1, x2, x3 gleich x1 Strich, x2 Strich, x3 Strich beim nächsten Mal. Es kann auch x, y, z sein, hatte ich jetzt keinen Platz mehr, könnt ihr euch ja denken. Wie gesagt, grundlegend jetzt nur von Übergangsdiagramm auf Tabelle zur Übergangsmatrix oder von mir aus auch andersrum mit dem Zusammenhang, denke ich eigentlich relativ simpel. Die Stichwörter sind für alle weiteren Bearbeitungen Zeitraum, Spaltensumme immer 1
und mal einem Vektor, das wäre dann hier in dem Falle der Vektor für die Verteilung der zu wählenden Schüler, die eben entsprechend ihr Lieblingsfach wählen, aktuell und dieses hier dann, was rauskommt beim nächsten Mal. Dazu dann aber die nächsten Videos, um dann mit diesem erlangten Wissen weiterrechnen und die Aufgabe bis zum Schluss behandeln. Hiermit sollte die Grundlage auf jeden Fall geschaffen sein.